Herzlich willkommen zu einem klein, aber fein aufgebraucht von mir. Nur die wichtigsten Sachen, Leute. Nur die wichtigsten Dinger. Und die zeige ich euch jetzt. Ich hatte hier das Billo-Billo-Millo-Waschmittel. Aber ich war ganz, ganz begeistert. Ich kenne die Marke nicht. Keine Ahnung. Hat aber echt lange gehalten für die kleine Größe. Ich muss aber gucken, was ich so tragen kann mit meinen Muskulis. Na, Leute, ich sage euch eins. Ich habe mir jetzt schon zwei eine Schulter kaputt gemacht, weil ich einfach so viel Zeug hier immer schlemme. Dann habe ich das hier nachgekauft. Ich habe es tatsächlich, weil mir das das Putzmittel von der Firma, die das sehr biologisch, ökologisch wertvoll anbietet, ist mir leer gegangen. Auf jeden Fall habe ich das jetzt genommen, einfach nur weil es pink war. Arche, ja. Boah, das riecht so krass nach Chlor, Leute. Also wenn das nicht die Chemikalien bekaut, dann weiß ich gar nichts. Aber feiere ich halt nicht so, weil, wie gesagt, ist nicht so schön für die Umwelt. Ne? Ich habe manchmal auch das Gefühl, das Wasser kommt bei mir wieder aus dem Hahn. Also das sieht ja zumindest so aus, was da rauskommt. Also von daher möchte ich da ungern viel reintun. Dann habe ich was aufgebraucht, was hier irgendwie total angesagt ist von L'Oreal. Diese, boah, Alter, bei mir schinkt jetzt alles. Oh, da ist ja noch was drin. Habe ich noch nicht rausgekriegt. Man sieht es, glaube ich, wenn man da so ein bisschen reinguckt. Guck mal, da ist noch ein bisschen was. Habe ich irgendwie nicht rausgekriegt. Eine Spülung von L'Vital. Ich war ja eine ganze Zeit lang ohne Silikone. Hier sind, meine ich, welche drin. Das merke ich auch. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man so oft am Strand ist und so gefühlt, braucht der Körper das. Also der Körper, die Haare. Weil die sonst, Leute, die willst du nicht mehr anfassen. Das ist irgendwie Strohlandschaft. Trifft ganz gut. Ja, dann habe ich leider Gottes aufgebraucht, davon mehrere. Meine super Luft-Wasser-Entzieher. Wie man sieht, ist hier doch einiges an Wasser zu holen, ne? Das beglückt mich nicht gerade sehr, aber ja, aufgebraucht. Sie tun auf jeden Fall ihren Zweck. Wer noch mehr solche Wasserprobleme hat, Leute, gibt es bei Amazon im Riesenset. Kann ich euch vielleicht mal verlinken. Ich habe sie selbst noch nicht bestellt, weil ich nicht weiß, wohin mit der Masse. Ich glaube, man kriegt das im 25er-Pack. Ist aber günstiger, als wenn man es im Markt kauft. Dann habe ich hier eine Maske. Ich glaube, die habe ich mal von Action gekauft. Die war ganz gut. Die war aber ohne Silikone. Also dafür war sie sehr gut. Ja, kann man mal haben. Ist jetzt nicht meine Lieblingsmaske, aber kann man mal haben. Die habe ich, wie gesagt, von Action, glaube ich, relativ günstig geschossen. Dann habe ich ein Billo-Shampoo geholt. Das war das Günstigste, was ich finden konnte. Auch dementsprechend war das auch, ne? War ein Shampoo. Aber auf Shampoo lege ich nicht so viel Wert, deswegen kann ich mich nicht beschweren. Dann habe ich aufgebraucht. Ich habe mir das erstmal von Primark geholt. So ein Face Scrub. Bin ich aufgrund der schlechten Luft ja auch maximal darauf angewiesen, weil ihr seht meine Entzündung. Okay, das kommt teilweise, aber auch wenn ich was Falsches esse, habe ich direkt Entzündung. Es sind nicht immer gleich Pickel. Sehen aus wie Pickel, schlimmer auch. Aber auch hier ist es halt einfach eine offene Stelle. Aber das Scrub tut seinen Teil für die Mitesser und Pickel. Also ich kann wirklich jeden Tag meine Mitesser ausdrücken hier, weil ich so viel Dreck im Gesicht habe, wenn ich draußen viel rumlaufe. Dann habe ich aufgebraucht ein Schnellentkalker. Und Leute, ich sage euch eins, das gibt es ja nicht. Das musste ich von der M bestellen. Ich liebe es. Es geht so unfassbar gut. Mein Wasserkocher, der leidet so sehr unter diesem Kalker halt immer. Ich hatte das Problem in Deutschland auch extrem. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kann ich empfehlen. Ich würde aber eher eine große Packung holen, weil die echt schnell leer gehen. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Wattepads aufgebraucht. Scheinbar ist hier noch eins drin. Oder? Nee, das Zeug. Ja, wie auch immer. Wattepads braucht man auch immer mal. Also hier arbeite ich wirklich tagtäglich mit jedem frischen Wattepad mit Micellenwasser. Aber wenn ich die wiederverwendbaren nehme, ich habe das Gefühl, die kriege ich auch nicht ganz sauber. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Wäsche draußen trockne. Das könnte natürlich auch sein. Dann habe ich hier so ein Mini-Spüli aufgebraucht. Das hatte ich noch irgendwie und wollte ich mal leer kriegen. Das ist hier. Ich behalte es aber nochmal da, falls wir mal campen gehen oder so, ne? Dass man die Verpackung nochmal benutzen kann. Und zu guter Letzt habe ich aufgebraucht und ich liebe es, Leute. Und das ist wirklich eine Kooperation, die ich mal hatte. Und ich habe sie sehr viel später noch viel, viel mehr lieben gelernt. Und zwar aktuell jetzt, wo ich wirklich sehr viel schwitze. Und das sind die Deos. Also das ist ja nur dieser Einsatz, sag ich mal, von Wild. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, weil ich war nie ein Fan von Roll-On-Deos. Bin ich jetzt komplett, weil ich sage euch eins. Manchmal stinke ich wie ein Schwein. Also so wie ein Schwein sich im Dreck suhlt, so riecht es denn auch, wenn man bei 35 Grad draußen ist und irgendwie Sachen schleppt. Man schwitzt sich einfach einen Ast ab und irgendwann riecht das auch nicht mehr gut, vor allem wenn du die Achseln nicht belüftet frei hast, so wie ich jetzt. Und das ist Gold wert. Also auf jedem Deo der Welt steht immer drauf, 24 Stunden Schutz, 48 Stunden Schutz, Leute.
Also bei mir hat das maximal eine Stunde geschützt. Also wenn ich danach irgendwie Sport mache oder mir einen Ast abschwitze, dann hat da noch nie was geschützt. Und das habe ich mit dem nicht. Das kann ich einfach sagen. Und der Duft ist mega nice. Also der sieht bei mir schon relativ ranzig aus. Vielleicht habe ich die ein bisschen zu heiß gelagert. Aber hey, riecht so richtig frisch nach Sommer, Urlaub, Pool, Sonne, Strand und Meer, würde ich sagen. Das ist jetzt die Sorte, ja, Beachbump trifft es auch. Beach, Beachgeruch. Kann ich nur empfehlen, ist jetzt mein letztes Döschen. Also ich habe das jetzt gerade auch noch einmal in meinem Refiller drin. Kann ich euch empfehlen. Und ich glaube, dann war es das hier auch. Dann habe ich nur meine abgefüllten Produkte aufgebracht und ein Steckdosenduft. Ich habe so wenig Steckdosen, ich brauche sie leider immer für was anderes. Ich vermisse echt meine Steckdosendüfte. Aber gut. Kann man nichts ändern. In diesem Sinne war es das auch schon. Ich würde sagen, das waren so die wichtigsten Dinge, die ich immer wieder brauche. Shampoo, Spülung, Wattepads, Waschmittel, Deo und Entfeuchter. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.